Welcher Block muss wo an, also was muss genau am Obsidian antreffen? Du, das ist eine Überraschung, das weiß ich nicht. Wie? Du weißt nicht, ob was da treffen muss? Ah, doch, das wird klappen. Doch. Crop Detect 10 mit mir, Basti GHG. Von mir bearbeitet. Es ist immer wieder schön in unserer wunderbaren Pyramide. Ist immer wieder schön. Man hat hier halt auch sein richtiges Zuhause. Wir befinden uns mittlerweile 7 Tage, also ziemlich genau eine Woche. Das ist die 7. Episode. CraftHack 10 hier auf dem 2-Kanal auch. Also an die YouTube-Zuschauer, hallo, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Dankeschön für euren unfassbaren Support. Wir werden heute versuchen, wieder sehr viel zu schaffen. Da wartet eine Menge Arbeit auf uns. Gestern sind wir aber mit was ganz Besonderem in die Folge gestartet. Reykjavik X. Er guckt uns nicht mehr an. Er wendet sich von uns ab mit dem Rücken. Aber er ist da. Liege wie ist am Start. Das ist sehr, sehr gut. Wir wollen, beziehungsweise, was haben wir gestern am Ende des Streams noch so gemacht? Ich habe für Stegi, weil ich so lieb bin. Stegi ist gestern noch 2-mal gestorben. Danach nicht mehr. An Fallschaden nämlich vor allem. Ich habe Stegi OP-Schuhe gemacht. Mit Feather Falling, allem drum und dran. Prot 4, Mending, Unbreaking 3, Deathstrider. Der bitte nicht mehr an Fallschaden sterben kann. Das habe ich noch gemacht. Und dann habe ich noch Sand gefarmt. Und den Sand, den können wir uns gleich nochmal abholen. Den müssen wir noch generell rüber transportieren. Das machen wir gleich mal. Ich habe nämlich Sand gefahren. Wir brauchen nämlich teilweise eine Menge Concrete. Ja, gehen wir erstmal rüber, holen uns den Sand ab. Aber, sag euch ehrlich, bevor wir das machen, erkundige ich mich mal, was bei unseren Freunden so abgeht. Denn ich bin ja eigentlich verabredet. Und wie das so mit Verabredungen aussieht, das wissen wir ja schon. Ja, lass mal in 4 Stunden. Eine große Sprengung ist heute noch geplant. Unser Loch ist nicht 112 mal 112, so wie es im besten Fall sein sollte, sondern so roundabout 82 mal 87 haben wir ausgemessen. Deswegen muss da auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Wir schauen mal ganz kurz vorbei, was da abgeht. Stegi? Yo! Moin Chef, was geht? Alter, die Baumfarm geht! Funktioniert sie? Komm mal mit, ich zeige dir schon mal, wie viel Holz da ist. Trotzdem kommt nicht so viel bei raus, aber bis 6 Uhr saß ich da. Bro. Aber geil. Also es funktioniert wirklich, wirklich. Ja, es funktioniert wirklich, wirklich. Zeig mal eine Demonstration. Schau von außen zu und genieße. Ja, ich gucke und genieße. Achtung, warte. Wie viele Logs sind an einem einzelnen Baum so? Unterschiedlich, aber nicht so viel. Vielleicht echt 7, manchmal 5, so. Wirklich? Dachte, so wenig? Guck mal an, es gibt viele, die schon mehr sind, aber das nervt manchmal schon. Als ob so, an dem schon. Baum jetzt nur 5 Loks sind. Also die sind manchmal halt richtig erbärmlich, ey. Das ist schade. Das ist ja mehr Blätter als alles andere. Ja, aber geilo, Stegi. Gratulation zu dieser starken Baumfarm. Ey, dankeschön. Wirklich dankeschön. Ich bin so stolz drauf. Ich kann jetzt endlich anfangen, ordentlich zu bauen und alles. Ja, fühle ich. Also, falls du irgendwann mal genug haben solltest, sag mal Bescheid. Dann können wir auch mal gerne ein bisschen Akazie reinballern. Junge, Heiko, wie viel hast du gebaut? Heiko! Basti! Alter, wie viel hast du gemacht? Hi! Ist ja ultra fett geworden. Danke! Hol dir mal... Gefällt's dir? Ist ultra sick. Du musst dir mal ein LA holen für die Scuff-Holdings. Ja, weil die so scuffed sind. So ein bisschen. Die aufzusammeln. Fühle. Ich habe auch mir schon so gedacht, dafür sind LAs richtig geil, ne? Das stimmt. Ich wollte auch echt bald mal ein LA holen. Müssen wir mal machen. Wir müssen nochmal Raids zocken. Ja, auf so eine kleine... Oh. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob bei uns am Outpost damals LAs waren. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich habe ein bisschen gebaut. Da war auch viel Arbeit. Krass, also auf jeden Fall. Also auch so viel Concrete. Ja, Concrete war auch viel. Sand aus Wüste, Gravel woher? Aus Nether? Nee, sehr viel hier bei mir einfach. Ich hatte hier halt die Gravel-Dinge. Okay, Gravel-Küste. Hier, guck mal. Oh mein Gott, wie craftet man die? Wie ist das Rezept? Mit einer Fackel und dann Glasspanes außenrum. Oh, da habe ich Quatsch gelabert, sorry. Kann man aber das ist eigentlich voll geil. Und was du kannst sie mit einem, du kannst sie jetzt mit einem Block ersetzen, aber dann sind sie halt weg. Also sorry. Ist schon sehr teuer dafür, dass sie dann kaputt gehen so. Was sind das? Gerade bin ich noch am Außen. Willst du damit angeben vor mir? Nein, aber ich habe vorhin einen bekommen. Aber über so eine smarte Mechanik, das war richtig geil. Wir holen hier heute auch noch einen. So Reinforcement Spawning, kennst du das? Erklär mal. Wenn du einen Zombie hittest, dann hat er immer so eine geringe Chance, irgendwie so, keine Ahnung, 2% oder sowas, keine Ahnung, dass er einen anderen Zombie zur Hilfe holt. Deswegen hast du manchmal so super viele, wenn du welche tötest. Und das gibt's mit Drowns auch.
Und ich hatte halt vorhin hier hinten bei uns in diesem Flusssee-Ding da, so 5 Drowned. Ja. Und dann habe ich die halt einfach die ganze Zeit mit der Hand geboxt und dann spawnen überall immer wieder neue und die beschwören halt auch wieder neue und auch der neue. Und das habe ich so lange gemacht, bis einer mit Trident gespawnt ist und der hat dann gedroppt. Wo hast du das gemacht? Bei uns im Fluss? Ja, da hinten im Fluss. Also geht eigentlich überall. Und da, selbst in diesem Fluss, sind genug gespawnt. Ja, die spawnen praktisch nicht natürlich, sondern halt, weil die Drowns, die beschwören die so gesehen. Okay, verstehe. Und das dann logischerweise bei Nacht, I guess, ne? Ist, glaube ich, egal. Wann? Ich glaube, das war Tag sogar. Okay, probiere ich vielleicht heute mal aus. Danke dir für den Tipp, Heiko. Dann gerne. Wir sehen und hören uns. Okay. Ich wollte einfach nur fragen, wann unsere Party steigt. Ey, die Sprengung sollte schon bald beginnen. Das heißt? Sag mal, 10 Minuten, 20 bin ich drüben. Alles also klar. Also ich guck auch nochmal nach einem geilen Sprengkaliber, was wir da machen können. Ja. Und dann geht's los. Alright, ich warte auf dich. Okay, bis gleich. Also haben wir nochmal kurz Zeit, uns den Sand weiter abzuholen. Das steht heute an. Wir machen heute unser Loch größer. Wir haben ja ein bisschen zu wenig Fläche. Ich möchte heute, ich kann es ja auch schon mal sagen, ich werde heute die Wollefarm angehen. Dazu müssen wir noch ein bisschen Redstone, glaube ich, auch farmen. Wir werden heute ja noch weiter unser Bauprojekt voranbekommen. That's the plan. Und ansonsten werden wir mal sehen, was das so abgeht. Bro, es fängt mittlerweile jede Folge damit an, dass ich einen von ihr... Jeden freaking Tag. Please follow me. Ja, wo bringen wir euch denn jetzt am besten eigentlich hin? Okay, passt. So, das ist jetzt erstmal nur temporär. Bum, 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 bum.